Hi und herzlich willkommen bei dem Podcast Die Magie in dir. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Richie Sprich und dieser Podcast soll als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Hier werden tiefe Gespräche geführt und inspirierende Geschichten geteilt. Eines dieser inspirierenden Geschichten ist von Darko Jeftic. Darko ist Fußballprofi und spielt bei Rubin Kasan in Russland. Darko hat seine gesamte Jugend beim FC Basel in der Schweiz verbracht und wurde auch dort Fußballprofi. Über Basel ging es dann nach Polen und von Polen ging es dann jetzt nach Russland. Darko erzählt, warum es so wichtig ist, sich nicht nur auf sein Talent zu verlassen. Darko erzählt persönliche Geschichten aus seinem tiefen Inneren, wie er es wirklich schafft, aus den Rückschlägen wieder rauszukommen. Wirklich, Darko hat schon alles erlebt, vom gefeierten Held zum gefeierten Loser. Und wie er es geschafft hat, da rauszukommen, bleib einfach dran und er wird es dir mitteilen. Bis gleich. So, Darko. Kapiert. Das kapiert. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und für mich ist immer sehr, sehr interessant, auch deine Geschichte. Ich meine, ich verfolge dich auch. Wir kennen uns ja schon seit unserer Jugend. Wir haben ja zusammen beim FC Basel gespielt. Und ich glaube, die Zuschauer würde es mal interessieren, was ist denn deine, erzähl mal deine Geschichte. Wie hat alles begonnen im Fußball? Also dann fange ich vom Start an. Es fing so an, dass, keine Ahnung, ich habe gerade erst mal angefangen zu laufen und dann wollte ich immer wieder in den Park, habe angefangen mit dem Fußball zu spielen. Nach ein, zwei Jahren habe ich schon einen, ja, sagen wir mal so, für ein kleines Kind einen starken Schuss gehabt. Da sind auch Leute stehen geblieben und so und dann haben meine Eltern gemeint, ja, das wird ein Fußballer und so. Und ich habe es wirklich gemocht. Und nach ein paar Jahren habe ich dann, also so mit 5, 6, habe ich dann, wollte ich halt anfangen, mit in einer Mannschaft zu spielen, als ich das alles gecheckt habe. Und dann hat mich mein Vater angemeldet. Dann hat es mir aber nicht so gefallen, weil ich die Sprache noch nicht konnte. Ich habe zu Hause Serbisch gelernt und dann war Deutsch für mich ein bisschen ein Problem am Anfang. Dann wollte ich halt nicht mehr, weil ich halt die Kinder gesehen habe, wie sie miteinander sprechen und so. Das hat dich dann ein bisschen eingeschüchtert in dem Fall. Genau. Ich hatte Angst bekommen und dann wollte ich nicht. Das hat sich dann nach so eineinhalb Jahren oder so, hat sich das wieder geändert. Dann habe ich wieder angefangen. Erstmal bei BSC Old Boys, kennst du ja auch. Ja. Und dann war ich in der Schulklasse mit dem Sohn. Sein Vater war Trainer bei FC Basel und sein Sohn hat auch dort gespielt. Und der hat mich dann gesehen und meinte, komm zu uns und so, wir wollen, dass du bei uns spielst und so. Und damals war ich noch klein, ich habe halt noch nicht den Unterschied zwischen FC Basel und BSC Old Boys gecheckt. Weißt du, ich wusste halt nicht. Du musst einfach nur kicken, oder? Genau. Und dann haben wir uns, also ich und mein Vater haben uns dann entschieden, dass wir mal hingehen, weil eben mein Freund auch dort war und so. Und dann bin ich halt dort geblieben. Und dann habe ich Nikola unter anderem kennengelernt, der war schon da. Und dann nach ein paar Jahren bist du ja auch gekommen. Und ich glaube, wir hatten eine ziemlich krasse, coole, schöne Zeit zusammen. Absolut. Vor allem unser Jahrgang fand ich. Genau, unser Jahrgang war eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also was wir auch alles genau. für wenn ich Nike Premier Cup denke, also da, als wir dann da schon. Aber wenn du überlegst, wie viel Kritik an uns gerichtet war nach 91er Jahrgang und 92er Jahrgang, hat man gesagt, die 93er, die sind bescheuert, die machen nichts und so. Wir hatten halt viele Charaktere in der Mannschaft, so ja. Ganz spezielle, denke ich mal. Und ich glaube, dann musste irgendwie ein Erfolg kommen, wenn so viel Charakter in einer Mannschaft ist, denke ich mal. Und ja, es war eine geile Zeit. Absolut. Die man ab und zu mal auch zurückdrehen würde. Ja, absolut. Aber geht leider nicht. Aber weißt du, ich meine, die Zuschauer hören jetzt oder sehen uns auch auf YouTube, für die es anschauen. Und
Die sehen jetzt, wie gut wir uns verstehen, aber dass das nicht immer so war, das wissen die nicht. Ja, dass ja. Dass man in so Mannschaft auch mal Reibereien gab. Was ist genau, mein? Genau. Genau. Das ja, war... das gab es auch viel. Das, ja, das weißt du auch selber. Es ist halt trotzdem eine Konkurrenz und je älter man wird, da spürt man die Konkurrenz halt immer wie mehr. Und dann, man weiß, dass halt pro Generation, das weißt du auch selber, dass vielleicht 2, 3 Spieler, wenn es gut läuft, dann vielleicht in die erste Mannschaft kommen oder irgendetwas daraus machen. Und ich glaube, das ist dann normal. Aber ich glaube, so mit 12, 13, als wir noch klein waren, da waren das nicht so unsere ersten Gedanken. Klar will man spielen, aber ich glaube, wir beide haben nie immer gespielt am Anfang. Ja, am Anfang haben wir ja. Genau. Und danach kamen halt die Entscheidungen, wo man auch mal nicht spielt. Und dann ärgert man sich. Aber ich denke, am Anfang waren das halt so ein bisschen Kindereien, sozusagen. Ja, die Kinder, Kinderstreitereien. Ja, klar. Und da war natürlich auch das Ego sehr, sehr groß. Genau. Wenn man sich nicht zurückstecken will. Doug, wann war für dich klar, dass du Fußballprofi werden möchtest? Dass ich möchten werde. Genau. Wann war so, ja, wo du gesagt hast, ja, ich setze mir das als Ziel? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, mit der Zeit, also wenn du so 8 bis 9 bist, dann bist du vielleicht noch klein. Ich kann mich jetzt nicht gut erinnern, aber ich glaube dann so mit 11, 12, wenn das alles ein bisschen so, wenn man auch zu den großen Toren rübergeht und zu den Spielen der ersten Mannschaft geht und so und das alles mal realisiert, wie schön das ist. Ich glaube, da kam der Wunsch, dass ich es möchten werde, wie glaube ich jeder andere auch. Aber ja, schwer zu sagen jetzt genau wann, aber ich glaube, mit so 10, 11, wenn man das alles so ein bisschen realisiert, vielleicht noch ein bisschen später, dann will man halt je höher, also kommen und mehr erreichen. Das Ding ist, was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass als ich kam, ich hatte immer das Gefühl, wirklich bei dir, du wirst Profi. Ich weiß, war ich immer klar, Marco wird Profi. Ich wusste nicht. Weißt du, was lustig ist? Dass wir schon mal darüber gesprochen haben. Ja. Aber jetzt müssen wir nochmal darüber lachen. Nochmal lachen, ja. Für mich war wirklich klar, Darko wird Profi. Weil du warst schon für mich, in der Jugend warst du schon für mich eine Inspiration. Also du hast ja auch schon vorhin gesagt, du hast ja schon gut geschossen in den jungen Jahren mit deinem linken Fuß. Das macht ja heute bis kein. Ich meine, ich antworte ja auch ab und zu auf Instagram, wenn ich so einen Freistoß kurse, sage ich, da hat sich nie was verändert. Das hast du ja, ich glaube, der linke Fuß, der bleibt. Aber die Kondition, desto älter man wird, die Kondition, die Kraft und so, die fehlt dann ab und zu mal ein bisschen. Aber ja, ich fühle mich noch gut, das ist gut. Und ich hoffe, so lange wie möglich zu spielen. Aber ja, zurückzukommen zu dem, was du gesagt hast. Ja, ich weiß nicht, Richie, es ist, ich habe das auch gespürt, also gespürt, nicht, dass ich Profi werde, aber dass ich halt schon ein Talent bin in meiner Generation und was aber auch viele sind, das weißt du ja auch. Und vor allem in Basel, das war so ein Club, der dann ab der U13, U14, also mit 13, 14 Jahren dann die größten Talente holt aus der Schweiz. Und dann wird das alles enger und schwieriger. Und dann ärgert man sich mit 15, warum hat er den Vertrag bekommen und ich nicht? Weil ich aus Basel bin und der kommt von weit weg und so. Das weißt du ja noch. Das war auch schon. Das weiß man noch, ja. Genau. Aber ja, ich meine, also so, wie ich wusste, dass ich ein Talent bin, war es auch ein Risiko. Ich meine, ich habe auch die Schulausbildung abgeschlossen, weil ich mir nicht sicher war. Ich wusste ja nicht, was passiert. Und ja, ich hatte auch ja viele, viele Schulterverletzungen das hat angefangen mit 17. Ich erinnere mich. In einer ganz wichtigen Phase, wo man
ja, vielleicht ein, zwei Steps bis zur ersten Mannschaft ist. Und bei mir hat das mit 17 angefangen, dann hatte ich noch Komplikationen. Man musste wieder operieren und ja, ich hatte vier Schulteroperationen. Das war nicht so einfach, aber. Das ist gerade das, was du sagst, Darko. Was macht es mit so einem jungen Menschen in diesem Augenblick? Du bist ja so kurz vorm Ziel quasi und jetzt Operation, Schulter, Rückschlag, ein anderer bekommt einen Vertrag. Was ist da in dieser Zeit in dir vorgegangen? Also ganz ehrlich, das war das erste Mal mit 17. Also wenn man jetzt von Verträgen spricht, dann damals hatte ich schon einen Vertrag. Noch nicht ein Halbprofi, wie wir das genannt haben, wo du ein Step vor der ersten Mannschaft bist, aber den Jugendvertrag, den hatte ich da schon. Aber ja, vielleicht war es in den Momenten nach der Operation, die ersten paar Tage und vor allem kurz nach der Operation, war es ziemlich schwer. Aber ich war so fokussiert, ich war so, wie soll ich sagen, so fokussiert, um es zu schaffen, um in die erste Mannschaft zu kommen. Dann haben mich die Rückschläge, klar, haben die mich zurückgeschossen, aber ich war so fokussiert, dass die Operationen mir ja nichts konnten, sozusagen. Aber Was im Kopf mental so bei der Sache, dass du sagst, nee, es geht. genau. Aber auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, ich habe in den entscheidenden Momenten, als das passiert ist, ich glaube, nach der zweiten Operation oder kurz vor der zweiten Operation, habe ich dann den Halbprofi oder den Profivertrag unterschrieben. Das war ja schon der Profivertrag, aber das war ja halt, wir haben es so Halbprofi genannt, weil man immer noch in der Jugend ist. Da bin ich Basel sehr dankbar. Ich meine, ich hatte bei Basel nicht meinen Durchbruch geschafft, sozusagen, aber ich bin Ihnen schon dankbar für das, was ich bekommen habe, weil in den entscheidenden Momenten waren Sie schon für mich da. Und ich bin ins Trainingslager gereist, das war die dritte Operation. Da bin ich ins Trainingslager mit der ersten Mannschaft gereist und dann ist es im Trainingslager passiert. Und ich war noch nicht fix in der ersten Mannschaft und dann hat Heiko Vogel, damals der Trainer, gesagt, dass ich in der ersten Mannschaft bleibe. Und weißt, das sind halt so Zeichen, die dich pushen. Also es war nicht nur alleine ich, es war auch der Verein, der hinter mir stand und klar auch die Familie, die Freunde. Und dann macht das alles ein bisschen leichter. Und klar war der Wille da und der musste immer da sein, um es zu schaffen. Aber es war halt auch ja, dank dem Verein und vielen Leuten, die um mich standen. Dann ist Basel. Also FC Basel dann schon so ein spezieller Verein für dich im Herzen. Also immer noch. Nicht nur, weil du die Jugend dort verbracht hast, auch allein wegen dem, oder? Ja, also ich meine, das ist die Zeit, hat mir, weißt du, andere Leute sehen das vielleicht nicht so. Die sagen ja, zum Beispiel, also sagen wir mal, Nahestehende, aber nicht so nahestehende. So Freunde, die man nicht jeden Tag trifft. Die sagen, ja, du hattest kein Glück bei Basel und so. Und ja, die haben dich nicht eingesetzt und so Sachen. Klar, vielleicht in einem entscheidenden Moment, bevor ich zur Laie dann nach Innsbruck ging, wurde ich nicht eingesetzt. Wo ich denke, dass ich in guter Form war und schon ja, genug gereift bin, um den Durchbruch zu schaffen. Aber glaube ich habe nie darüber nachgedacht. Nie. Es ist wirklich, ich war Ihnen so dankbar, dass diese Momente, die Leute hinter mir standen und immer noch an mich geglaubt haben. Und ja, und vor allem, ja, klar, es ist der Verein, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich 12 Jahre verbracht habe, glaube ich. Also, das ist klar der Verein, der in meinem Herzen ist. Und wie war das dann für dich, dann Basel zu verlassen?
Ja, ich meine, wie ich gesagt habe, ich habe mich reif gefühlt und ich wusste, ich muss spielen. Ich war damals, ja, vielleicht 19 oder 20. Ich glaube eher 20. Und ich bin immer noch, ja, so zwischen, also ich war in der ersten Mannschaft, aber man hat mich immer noch ab und zu in die zweite Mannschaft geschickt, um Spielpraxis zu sammeln. Dann war ich auf der Bank und dann ist Delgado gekommen, eins meiner Idole, als ich klein war. Und es war extrem schön für mich, in dieser Zeit mit ihm zu trainieren. Das waren vielleicht 1,5 Monate, aber glaube mir, ich habe auf jeden Kontakt von ihm geschaut. Und ich hab einfach versucht zu sammeln, in mich rein zu drängen, das, was er macht. Und, aber dann wusste ich, okay, jetzt ist es Zeit, um zu wechseln. Und Stjepan Buleta war ja damals schon in Innsbruck auf Leihe, auch von Basel. Und mit ihm hatte ich Kontakt und dann hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass Innsbruck interessiert wäre. Und die haben damals erste Bundesliga gespielt in Österreich. Und ja, dann war es für mich auch eine Motivation. Die waren damals Vierter oder Fünfter und dann bin ich gekommen und dann ist alles abwärts gegangen. Also, dann sind wir am Schluss abgestiegen. Nein, also es hat mir sehr vieles leichter gemacht, dass Stjepan dort war und ich war extrem motiviert, dort zu spielen. Ich habe den Trainer kennengelernt, der war, das habe ich gleich gespürt, dass er sehr auf mich setzen wird und an mich glaubt und dann wollte ich das tun. Und die schwierigere Entscheidung kam danach. Danach war die schwierigere Entscheidung nach Innsbruck, als es dann hieß, ja, ich sollte zurück zu Basel kommen. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag dort und ja, es war klar. Ich habe in der U21 Nazi habe ich Nationalmannschaft habe ich in 11 Spielen 7 Tore geschossen und 5 vorbereitet. Das war eine sehr gute Statistik, weil das schon du bist schon ein Step zur A-Nationalmannschaft und da spielt man schon professionell. Da spielen viele Talente aus ganz Europa und das war für mich eine sehr gute Statistik und die hat mir dann das Angebot aus Posen gegeben. Und ja, das war ich mir bewusst. Und dann kam eben die Entscheidung, zu Basel zurückzukehren. Da kommt der Paulo Sousa, der kennt dich nicht. Wir haben alle Videos geschickt, auch von dir. Aber wir wissen nicht, wie er auf dich reagieren wird. Und auf der anderen Seite hatte ich einen Club, der mich leihweise will, auf ein Jahr. Und die mir das Stadion gezeigt haben, das ähnlich für mich ausschaute wie ist der Sankt-Jakobs-Park, die mir eine ganze Präsentation von mir aufgelistet haben und gezeigt haben und mir gesagt haben, dass sie mich sehr wollen und Wir haben einfach dass dieses sie mich, Gefühl auch gegeben. ja, ich habe es einfach gespürt, genau. Und das war dann eine schwierige Entscheidung, was zu tun. Und ich habe mich dann für Polen entschieden. Das war halt einfach aus dem Gefühl, dass ich spielen werde. Und ich war sehr jung und wollte Karriere machen und zurück zu Basel zu kehren. Und dann, dass es heißt, ja, du musst wieder in die zweite Mannschaft spielen gehen und so mit der ersten Mannschaft trainieren, das hätte mich extrem zurückgeworfen. Da war ich mir bewusst. Weil ich halt schon professionell gespielt habe, also auf höchster Klasse halt in Österreich. Aber da waren auch schon Riesennamen zu sehen, also Sadio Mané bei Salzburg oder Kevin Campbell, der auch in der Bundesliga spielt bei Leipzig. Und ja, dann das war die schwierigere Situation bei mir. Wie ist es aber jetzt für so einen jungen Menschen? Jetzt komplett, du hast ja dann wirklich komplett dein Umfeld ja aufgegeben und bist dann nach Polen gezogen. Wie war das für dich? Wie waren die ersten Monate? Wie war die Zeit dort? Erzähl mal. Und vor allem, Darko, was die Zuschauer auf jeden Fall noch wissen, wie ist es mit der Presse? Das mir auch ein paar Storys erzählt.
Danach, das, was ich dir erzählt habe. Genau. Erster, genau, wie es dann mit der Presse abgelaufen ist, dann in Polen, dann schlussendlich. Aber was das nicht, nach vier Jahren. So, genau, was nicht immer so positiv war. Okay. Also, um zum Anfang zu kommen, es war extrem schwer. Also ich habe es mir leichter vorgestellt, aber die ersten paar Tage waren extrem schwer für mich, weil ich die Sprache nicht kannte. Ich kannte keinen einzigen Spieler dort, also niemanden. Ich wusste nur, dass dort zwei Spieler aus dem Balkan spielen, also ein Serbe und ein Bosnier, was mir alles erleichtern konnte, aber ich kannte sie nicht. Und dann waren es gemischte Gefühle. Aber ich muss dir sagen, nach ein paar Tagen habe ich mich schon adaptiert in die Mannschaft. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Ich habe mich schnell angefangen, wohlzufühlen. Und das war dann sehr entscheidend für die Zeit, die ganze Zeit, die ich dort verbracht habe. Das erste halbe Jahr war extrem erfolgreich für mich. Wir haben zwar in der Europa-League-Qualifikation sind wir ausgeschieden in der, glaube ich, zweiten Runde. Aber in der Meisterschaft haben wir es gut gemacht. Wir waren nach einem halben Jahr waren wir auf der dritten Position, aber ziemlich nah am ersten Platz. Und das war auch entscheidend für mich. Lech Poznan hat ein Jahr davor, also in der Saison, als ich unterschrieben habe, Zweiter abgeschnitten. Und ich wusste, das ist eine Mannschaft, die um den Titel spielen wird. Das hat man mir dort auch gesagt, aber weißt du, ich kannte die polnische Liga nicht. Ja, erst wenn du dorthin kommst und ein bisschen dich ein bisschen über den Verein googelst und so, dann erfährt man Sachen, wie zum Beispiel, dass Lewandowski bei Dortmund war. Das wusste bevor er zu Dortmund ging, dort war. Genau, aber das wusste ich zu dieser Zeit nicht, bevor ich unterschrieben habe. Ich habe dann schnell gesehen, das ist ein Riesenverein, der sehr professionell arbeitet, der sehr kranke Fans hat, also krank im positiven Sinne. Zwar nicht immer, aber es ist wirklich sehr schön, dort zu spielen, wenn es gut läuft. Und das erste Jahr, eben nach einem halben Jahr, war ich schon zum besten Sechser gewählt worden. Ich hab oft auf der Acht gespielt, aber ich habe mich sehr zurückziehen lassen, die Bälle geholt und dann das Spiel gemacht. Und dann hat man mich als Sechser, bester Sechser der Liga gekürt, nach einer halben Saison. Wow, okay. Und dann habe ich mir eine Verletzung zugezogen, dann bin ich wieder zurück und dann habe ich nicht gespielt. Habe dann im entscheidenden Spiel, was uns auf die erste Position das entscheidende Tor gemacht, also das 1-0, wir haben 2-1 gewonnen und gegen Legia Warschau im Derby, genau, und sind dann Meister geworden, nach 6 Spieltagen danach. Und das war eine Riesensaison für mich. Lech Poznan ist davor, 5 Jahre davor, Meister geworden und ich wurde bei meinem ersten Jahr Meister. Und ja, die zweite Saison war dann nicht geglückt. Also wir waren Siebter und dann habe ich die schlechte Seite von Lech Poznan gesehen. Also die schlechte Seite, das ist eine schlechte Seite, weil Lech Poznan halt immer oben mitspielt. Und wenn man Siebter wird, dann ist das eine katastrophale Saison. Das ist wie wenn Basel... Ja, das kann man nicht vergleichen, weil es 10 Mannschaften gibt, aber sagen wir mal Fünfter, Sechster wird. Das ist wie eigentlich... Das ist katastrophal. Oder? Real Madrid, Barcelona, wenn die... Ja, genau. Okay. Und das war dann ziemlich schlecht. Und dann kamen 2 Saisons, wo ich sehr viel... Und in der zweiten Saison habe ich dann auch nicht viel gespielt. Und dann war es für mich extrem schwer, mich zu fokussieren, weil ich spiele nicht, es läuft nicht, alles ist sehr, sehr schwer im Verein. Und es war dann nicht eine einfache Zeit, aber danach kam die dritte Saison, wo wir bis zum letzten Spieltag um Platz 1 kämpften und dann die entscheidenden Spiele, das letzte Spiel hat dann entschieden, zwischen 4 Mannschaften, wer Meister wird. Wow.
Das war eine kranke Saison. Ja. Also das heißt, du konntest Erster werden, aber auch gleichzeitig Vierter. Genau. Okay. Also wir waren zu dem Zeitpunkt Dritter und wir haben gegen den Zweiten gespielt. Legia war Erster und hat gegen den Vierten gespielt. Okay. Und wenn der Vierte jetzt gegen Legia 1-0 gewonnen hätte und wir gegen den Zweiten gewonnen hätten, dann wären wir Meister geworden. Und wenn wir verloren hätten, wären wir Vierter geworden. Also, und wären nicht in Europa, hätten nicht teilgenommen. Also ja, Wie viel hätten sind es für in Polen? die. Eins oder zwei? Das ja, also es sind drei. Aber wenn unter den ersten drei Mannschaften der Gewinner des Pokals ist, dann geht die vierte Mannschaft auch. Okay. Und wir haben den Pokal im Finale gegen den Zehnten oder so verloren. Okay. Und das hat uns dann den Platz nicht sicher gemacht, also die ersten vier Plätze, weil sonst der Vierte auch gegangen wäre. Und wir waren dann 2-0 in Führung, haben aber am Schluss 2-2 gespielt. Ich habe die rote Karte bekommen in der 90. Minute. Okay. Was auch nicht, du weißt das spricht nicht für mich. Das ist die Nein, einzige gar rote Karte, die ich bekommen habe in nicht. meiner Karriere. Aber ja, es passiert. Und Legia hat 0-0 gespielt. Also, es war eine geile Saison. Wir wurden dann Dritter zuletzt, aber es war eine geile Saison. Danach, die Saison, wurden wir auch wieder Dritter, obwohl wir eigentlich Meister hätten sollen werden. Und ich habe da 7 Spieltage, da, also vor dem Ende, wir waren Erster. Und ich habe in der 20. Minute, aber um es also klarzustellen, ich war dort unter den drei Publikumslieblingen. Also nebst Danke, den. du warst ja immer irgendwo Liebling. Auch als ich mit Ja, dir jung gespielt bei habe. mir gab es nie eine Mitte. Es war immer entweder er liebt mich, der Trainer, oder er hasst mich. Das war immer so. Es ist heute noch so. Aber ja, also nebst all den polnischen Spielern und den jungen Spielern war ich wirklich einer den sie wirklich gemocht haben. Und ich habe dann eben in dem einen Spiel, wir haben gegen den Siebten gespielt, dann haben die, also da haben die Playoffs angefangen. Da spielen die ersten 8 Mannschaften untereinander. Und wir haben gegen den Siebten gespielt und wir hätten gewinnen müssen. Wir hatten so viele Chancen, aber man hat mir dann das am Ende vorgeworfen, weil ich habe in der 20. Minute den Elfmeter hat er mir gehalten. Und ja, nach circa 10 Minuten später war es ein Schuss aus 30 Meter. Der Innenverteidiger hatte mit der Wade noch abgelenkt. Der Ball wurde länger und ging an den Posten und der Torwart hat ihn nicht mehr erreicht, weil er abgelenkt wurde. Und sie haben schlussendlich 1-0 gewonnen. Wir waren immer noch Erster zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte dann also ich hatte da ein Knieproblem und da bin ich einige Tage, also immer wieder, so auf einen Tag oder 2 Tage nach München gereist zu einem Spezialisten. Und dann war ich zu einem Spiel auf der Tribüne, ich konnte nicht spielen, weil ich so Schmerzen hatte. Ich war auf der Tribüne und wir haben 4-2 zu Hause verloren, auch gegen den Sechsten oder Achten, keine Ahnung. Und da haben wir den ersten Platz verloren. Und das war circa 4 Spieltage vor dem Ende. Und am nächsten Tag bin ich eben nach München gereist. Und dann war ich in München und mich ruft der Mediensprecher an und sagt mir, Darko, wo bist du? Ich so, in München, beim Spezialisten wegen dem Knie. Und er sagt so, okay, ich kläre das. Ich so, was klärst du? Was passiert? Er so, ja, ein anonymer, also irgendjemand hat anonym auf Twitter geschrieben, dass er mich im Zentrum, also in Poznan, im Zentrum für anonyme Alkoholiker gesehen hat. Er hat mich dort gesehen. Okay. Und ich, also meine Reaktion war am Anfang, ich habe gelacht. Ich habe gesagt, was willst du da klären? Das ist doch Unsinn. Ich habe das gar nicht,
realisiert, dass das irgendwie ein Problem sein könnte, weißt du? Also für dich war es einfach lächerlich in dem Moment. Ja, genau. Und ja, dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich, ja, irgendwie, ich schieße ein Bild auf Instagram, weiß auf Story oder auf Instagram und ich sehe da Kommentare, quasi hör auf zu trinken, ja, so Kommentare. Und dann war ich wirklich, dann habe ich angefangen zu realisieren, ey, shit, was ist da los, weißt du, so, das ist ja krank, ich meine, ist da noch etwas passiert oder, ich weiß ja nicht. Ja, klar. Und ja, bis zum Schluss war es dann wirklich ziemlich schwer für mich. Es wurde immer extremer und ich bin dann in den Urlaub gereist und habe immer wieder so Nachrichten bekommen. Und das hat mich dann angefangen zu stressen. Ich meine, eine Nachricht stört mich nicht, zwei Nachrichten auch nicht. Und ich meine, wenn es Kritik um Fußball ist oder so, wenn es irgendwie irgendetwas wegen den Penalties oder so. Ja. Ich meine, das ist Kritik, die ich aufnehmen muss. Mhm. Ich bin Profifußballer und das ist ja normal. Mhm. Aber ich meine, irgendetwas, so etwas in die Welt zu bringen, was keine Logik hat, was gar nicht stimmen kann und was, ja, das hat mich dann geärgert. Und ich habe gemerkt, der Verein hat nicht viel unternommen. Weißt du, so irgendwie ein Statement gegeben oder irgendetwas, da kam nichts. Und ich war wie auf mich alleine gestellt. Und dann fing die neue Saison an und da kam ein neuer Trainer und der war auch neu, das war seine erste Trainerposition als Profi-Trainer und der war auch ziemlich schnell überfordert. Also wir hatten zwar einen super Start, aber dann ging es bergab. Und wie es bergab ging, also er hat mich davor schon angefangen zu schonen und so, der hat halt immer wieder ein bisschen Ausreden und so, aber danach, ja, hat er mich auch angefangen in die zweite Mannschaft zu schicken. Oh. Er hat mir dann auch mal gesagt, ja, geh nach Hause 3 Tage und so. Und also dann hat Hause er mich auch... Nach Hause meinte er nach Basel, oder? Nach Basel, aber die Saison war halt aktuell, also wir haben immer noch gespielt, genau. Okay. Mhm. Genau. Und ja, ich soll jetzt quasi von Montag bis Donnerstag nach Hause gehen und wir haben am Wochenende ein Spiel. Das heißt, ich spiele ja nicht am Wochenende, mhm. Weißt du? Und dann hat er mich auch in den Medien attackiert. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass von dem wichtigen Spieler, der im Sommer eigentlich ein vielleicht posen großer Transfer sein werden sollte, ich auf einmal zur zweiten Mannschaft geschickt werde. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, dass der Trainer halt irgendwie Zeichen setzen will und halt auf einen halt hochrangierten Spieler im aktuellen Team schießt, der eh schon, ja, sagen wir mal, angeschossen ist, weißt du? Mhm. Weil die Fans haben wirklich, also die haben gemeint, der soll gehen, der ist nicht mehr für uns. Ich wollte ehrlich gesagt gehen, aber ich habe das nie gesagt. Offiziell wusste das niemand. Mhm. Aber der Verein war auch bereit, mich zu verkaufen, für eine gute Summe. Für die Summe, die ihn, also, ja, passt. Mhm. Und ja, und dann bin ich dann zum Gespräch, ich alleine zum Trainer gegangen und ich muss dir sagen, dieses Jahr war praktisch ein ganzes Jahr ging das so. Und ich habe auch mit dem Trainer Gespräch gesucht, als ich dann mit ihm gesprochen habe, wurde entlassen, dann kam ein neuer, der hat dann ähnlich gespielt, ich sage jetzt nicht gespielt mit mir, der wusste einfach nicht vielleicht wie reagieren oder wie er mich daraus ziehen soll oder ich weiß auch nicht und das ging ein Jahr lang so und dann kam so im März, April, als der andere Trainer auch entlassen wurde, kam ein Trainer, der Meister wurde mit uns bei Lech, aber als Assistenttrainer.
Und er kam dann und hat mich sofort spielen lassen, hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wichtig wieder bin. Und das hat mir extrem geholfen. Und ich wollte dann eigentlich, ich habe mich schon verabschiedet. Ich habe dort sogar eine Wohnung gekauft und die habe ich dann verkauft, weil ich unbedingt weg wollte. Alle Sachen gepackt, mitgenommen und so. Und ich dachte, okay, ich komme hier nicht mehr zurück. Weil es für mich auch genug war. Ich war wirklich nicht mehr bereit. Es macht ja auch was mit einem. Genau. Und aber die ganze Konzeption, der Trainer, der Sportdirektor, der andere Assistenttrainer war, als wir die Meisterschaft gewannen, die haben mich sehr gemocht, schon damals. Und das habe ich dann gespürt. Und die wollten wirklich, dass ich dort bleibe. Auch wenn ich nur noch ein Jahr Vertrag hatte, auch wenn sie wussten, ich habe ihnen dann gesagt, okay, aber ihr wisst, dass ihr mich dann, ich kann da nicht verkauft werden. Und wenn es auch kippen sollte und es gut läuft für mich, es kommt für mich nicht in Frage, dass ich nochmal unterschreibe. Es ist wirklich genug. Ich möchte dann eine neue, also Herausforderung. genau, Herausforderung so. Und die haben das also auch so akzeptiert. Die haben gesagt, das ist kein Problem, das machen wir so. Wir wollen dich im Team haben. Und der Trainer hat mir dann die Captain-Binde gegeben. Und das war also eine ziemlich große Sache, weil die Fans, die waren wirklich wie, ja, sagen wir mal, egal was über mich Gutes läuft, die waren dagegen. Also in dem Moment, die waren wie allergisch auf mich. Okay. Und das kippte so schnell. Ich war wirklich Publikumsliebling und wurde dann zur Schießnummer eins. Weißt du? Und das war krass für mich, aber das war eine krasse Schule für mich. Das war extrem. Es war eine schwierige Zeit, aber ich konnte viel daraus lernen. Und ja, mich in gewissen Phasen einfach ruhig zu bleiben. Einfach die Zeit gehen zu lassen und dass ich das beruhigen will. Und ich habe wirklich daran geglaubt, dass das passieren wird. Und es ist dann auch passiert. Und ich wurde in der Halbsaison, habe ich 6 Tore geschossen und 5 Assists gehabt. Ich war Captain der Mannschaft. Ich hatte eine extreme, wie soll ich sagen, extrem viel zu sagen in der Mannschaft. Die Verantwortung. Mannschaft hat Verantwortung, die Mannschaft hat mich akzeptiert und das habe ich gespürt und der Trainer auch und er hat dann, also ich habe dann schnell gemerkt, dass er sieht, dass ich das gut mache. Und obwohl es nicht einfach war in der Situation. Und ja, und dann wollte ich eigentlich gar nicht weg. Ich wollte eigentlich bis im Sommer mit der Mannschaft bleiben, weil es mir auch gut ging. Und mein Gefühl hat sich dann auch schnell geändert. Ich war zwar, nicht dafür, ich wollte nicht verlängern, aber das wussten sie auch, das wussten sie auch nach einem halben Jahr. Aber sie wussten auch, dass ich plane, bis im Sommer hier zu bleiben. Und ja, dann kam halt das Angebot aus Rubin. Und das konnte ich dann nicht, also ich konnte das nicht wegwerfen. Ich musste das machen. Und dann ging ich auch immer wieder zum Trainer und hab ihn auch gebetet, dass er mir keine Steine in den Weg legt. Das ist, glaube ich, auch für den Club auch etwas geben wird, weil die haben auch verdient an mir. Und ja, ein halbes Jahr später hätten sie nichts mehr bekommen. Und das war für alle Seiten eine gute Sache. Und ja, und dann konnte ich mich halt hier, also hier in Kasan, für 4,5 Jahre binden, was schon eine extrem lange Zeit für einen 26-Jährigen ist. Also das ist ein Vertrag bis 31. Und das war dann halt schon, also ich bin da 27 geworden. Und das ist halt schon eine extrem lange Zeit. Und die Vereine binden sich generell heutzutage
so lange an junge Spieler, weil da man auch profitiert. Und, ja, genau. Und bei so älteren Spielern gibt es eher einen Vertrag von 2-3 Jahren, sagen wir mal so. Mhm. Und ja, das konnte ich dann nicht ablehnen und das haben dann auch schnell alle kapiert und dann ist es auch zustande gekommen. Und ehrlich gesagt, die erste Zeit hier war auch nicht einfach für mich, mhm. weil ich mich auch an Posen gebunden habe, weil ich dort auch 5,5 Jahre verbracht habe mhm. und das ist eine extrem lange Zeit. Obwohl ich auch schlechte Zeiten hatte, hatte ich sehr, sehr schöne Zeiten. Mhm. Und an die versuche ich mich jemand zu klammern und zurückzuerinnern. Mhm. Und ja, das war dann auch ein schwerer Schritt für mich. Obwohl ich wusste, dass ich das machen muss. Und ja, ich brauchte auch hier so 2-3 Monate, um mich komplett zu adaptieren. Mhm. Russland ist ein schweres Land. Es ist schwierig, hier Fuß zu fassen. Aber ich glaube, das ist mir dann vor allem in der zweiten Saison dann gelungen. Und, was macht es so schwer? Es ist schwer zu sagen. Die Liga ist sehr schwer. Sie ist sehr herausfordernd. Sie ist sehr viel mit Taktik verbunden. Es ist die Mannschaften spielen sehr geschlossen. Es ist sehr viel auf individuelle Klasse fixiert und es wird wenig mannschaftlich, also kombiniert. Es gibt sehr wenige Mannschaften, die wirklich kombiniert Fußball spielen, wie wir das in Basel gelernt haben. Es gibt sehr wenige Mannschaften. Es ist, ja, um eine Mannschaft herauszustellen, vielleicht Krasnodar, die Mannschaft, die wirklich versucht, Fußball zu spielen. Mhm. Sogar Zenit, die Mannschaft, die hier schon 4-5 Jahre Meister wird, die spielen mit langen Bällen und dann mit zweiten Bällen. Also mhm. es ist sehr viel auf Kontakt es wird sehr, sehr viel gelaufen. Also es ist sehr, sehr physisch betontes Spiel. Darko, wie das ist ja auch, wenn du von Zuschauern geliebt wirst und danach gehasst wirst, wie ist es? Ich meine, du hast ja auch schon 5 Konzerte erlebt und ich glaube, viele, viele fragen sich, wie ist das für einen Profifußballer? Wie ist das? Wie nimmt man das auf? Spürt man das überhaupt? Oder was kommt hier an? Ja, ich denke, jeder Spieler lügt, wenn er sagt, ich spüre das nicht. Mhm. Klar spürt man das und klar hört man das. Man ist fokussiert auf das Spiel, da gibt es keine Dinge. Und ich glaube, wenn du, sagen wir mal so, also wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, als es für mich, sagen wir mal so, schlecht lief, und da machst du einen Fehlpass. Und du weißt ja, wie ich spiele. Vor allem früher, jetzt habe ich mein Spielsystem ein bisschen geändert. Ich spiele viel einfacher und so. Aber früher habe ich versucht, immer schwierige Bälle zu spielen. Mhm. Bälle, die vielleicht niemand sieht. Sogar Mannschaftskollegen ab und zu nicht. Und da kann oft mal auch ein Fehlpass kommen. Aber sagen wir mal so, von 5 Pässen sind vielleicht 3 Fehlpässe und 2 führen zu Torchancen. Mhm. Es ist halt so, Risiko. Ich kann mich immer noch an Carlos Merneck erinnern im Training, wenn du so einen Pass gespielt hast. Oh, dieser Pass kostet Millionen! Etienne hat das auch immer gesagt. Etienne war der Weltmeister, der über Merneck Spaß gemacht hat. Oder Alex Scharkowitz, ja, der war auch so ein Kandidat. Ja, genau, daran erinnere ich mich. Oder Peter Knebel, der gesagt hat, einmal hat mir jemand im Morgentraining irgendwie einen Pass in die Tiefe gespielt. Und dann hat Peter Knebel gesagt, stopp, stopp, stopp. Und ich kann mich nicht erinnern, wer den Pass gespielt hat. Aber der hat dann gesagt, ja, du kennst doch mittlerweile Darko. Du weißt ja, dass er kein Spieler ist, der in die Tiefe läuft. Du musst ihn in den Fuß anspielen und dann musst du laufen. So irgendwas hat er gesagt. Ja, ja. Ja, es war schon so. Und ich glaube, warte, jetzt habe ich vergessen, wo ich stehe. Ah,
Und eben beim Pfeifkonzert, oder? Und dann spielst du vielleicht einen Fehlpass und dann hörst du die Pfiffe. Und das kann man nicht verbergen. Also man steckt es weg, man muss es wegstecken. Und klar, versuchst du dann einfacher zu spielen, aus Selbstvertrauen zu tanken. Das Selbstvertrauen sinkt, das ist normal. Und dann versuchst du mit einfachen Pässen wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und vielleicht auch die Fans für dich zu gewinnen. Und dann machst du vielleicht ein Dribbling, dribbelst einen aus und dann, ja, vielleicht, wo sie dich in früheren Zeiten gefeiert haben, dann sagen sie vielleicht nur, oh, weißt du, aber du Ja, klar. spürst es dann, okay, sie sind da, weißt du, Bin ich wieder spüre sie da. Ja, wieder. du hast sie wieder. Ja, genau. Aber ich meine, klar, ich meine, wenn du im Spiel bist, dann bist du, klar, bist du fokussiert und du hörst das nicht so extrem, wie andere das hören auf der Tribüne. Aber es ist immer noch da. Und ich meine, wenn du eine Riesenchance hast, dann hörst du, wow, alle. Oder wenn du ein Tor schießt, dann jubeln alle. Und dann ist es laut, also weil es ist wirklich sehr laut im Stadion. Und das hört man und das spürt man, das fühlt man. Und das lebt man dann ja auch. Und klar lebt man das auch. Wenn man im Spiel ist und dann Pfeife hört oder jemand dich feiert, klar gibt das nochmal einen Push für dich, wenn dich jemand feiert oder so. Weißt, das sind normale Sachen. Wie wichtig ist der Kopf im Profisport? Sehr wichtig. Ich glaube, vielleicht das ist der wichtigste Aspekt. Dass man eben seine Emotionen sehr, sehr kontrollieren muss. Dass man, ich glaube, die Emotionen sehr stark auf die Seite, beiseite legen muss. Vor allem, wenn es auch bei wichtigen Spielen, dass man eben die Emotionen nicht weglässt. Die muss man haben. Aber irgendwie ein bisschen beiseite schiebt, dass man fokussiert auf das Spiel ist, auf dein Spiel, auf das, was du zu tun hast. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und vor allem in jungen Jahren, bei jungen Spielern, ist das sehr schwer, weil sie das noch nicht gelernt haben. Und dann, weißt du, irgendwie fliegt man da überall. Man ist eine Zeit lang ist man konzentriert, dann verliert man die Konzentration, dann bist du ein bisschen bei den Fans, dann bist du ein bisschen beim Gegner, dann mit dem Schiedsrichter ein bisschen und so. Weißt du, ich meine, das sind normale Sachen. Ich sage jetzt nicht, wenn du mit dem Schiedsrichter sprichst, Ja, dass du nicht klar. fokussiert bist, aber man pendelt ein bisschen als junger Spieler und ich rede jetzt von mir. Das habe ich extrem gemerkt, dass ich jetzt viel fokussierter im Spiel bin, als ich das früher war. Und ich glaube, das kommt halt mit den Jahren. Und da ist der Kopf sehr wichtig, Hast du dass da man mental auch stark ist. irgendwas verändert am Ablauf von früher, weil du ja sagst, okay, jetzt bist du fokussierter oder hast du gesagt, das kam im Prozess. Ja, das ist schwer zu sagen. Also klar, man versucht, ich sage es jetzt so, warte, ich bin ein bisschen zu weit, ich sehe mich selbst nicht. Wie soll ich sagen? Ich versuche mich immer selbst irgendwie neu kennenzulernen und neue Sachen über mich zu erfahren und was mir passt, was mir nicht passt, was mir hilft bei der Vorbereitung fürs Spiel. Was mir nicht hilft, ob es mir hilft ab und zu, wenn ich mich schlecht fühle, unbedingt 100% im Training zu geben oder meinen Körper kenne und vielleicht schon 100% gebe, aber halt ab und zu, wenn ich beim Limit bin, ein bisschen zu halten. Was, all diese Sachen, die lernt man mit der Zeit und ich glaube auch, Verletzungen prägen da viel und wie soll ich sagen, auch schwere Zeiten im Club und allgemein auch im Leben viele, viele, viele Sachen, die man neu dazulernt. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, der automatisch geht. Und da ist es schwer, irgendwie Sachen zu finden. Okay, das habe ich gemerkt, das mache ich jetzt so. Weißt du, klar, das kommt irgendwie automatisch und dann machst du das, obwohl du merkst das, aber
du hast es jetzt irgendwie im Hintergedanken. Du spürst es irgendwo hinten und dann machst du das automatisch anders oder änderst es, weil es dir nicht passt. Und du realisierst es vielleicht im ersten Moment nicht mal so extrem. Es ist, also was ich jetzt raushören konnte, ist, du hörst jetzt bewusst mehr auf dich und auf deinen Körper. Ja. Also früher war es einfach so, los, und jetzt hörst du mehr auf diese innere Stimme einfach. Genau. Okay. Ja klar, macht absolut Sinn. Und du weißt ja, früher, ich meine, es ist ja jetzt auf mich viel, viel anders, aber durch auch die Verletzungen, die ich hatte und so, also ich glaube, früher hast du mich nie im Kraftraum gesehen. Also ich weiß nicht, wer mich im Kraftraum gesehen hat. Wirklich jetzt. Außer ich hatte eine Verletzung oder ich weiß nicht, Gehirnerschütterung, die ich früher mal hatte oder so. Aber sonst war ich wirklich selten mal im Kraftraum. Der Kraftraum war ja neben dem Physioraum. Da musste man durch die Kraftkammer durchgehen. Aber ansonsten war ich wirklich nie im Kraftraum und ich habe mich sehr an mein Talent irgendwie, wie sage ich, festgehalten. Und das habe ich dann mit der Zeit gelernt, dass ich wirklich auch eben meinen Körper kennenlerne und bewusst bin, dass ich wirklich auch was machen muss, weil sonst werde ich immer verletzt sein. Und ich denke für mich, also dass ich schon ein verletzungsanfälliger Spieler bin, aber dass ich das mittlerweile so kontrolliere, dass ich wirklich viele Spiele spielen kann, ohne irgendwie eine Verletzung zuzuziehen. Und aber eben, das lernt man auch mit der Zeit kennen. Also klar, man ist nie im Sport und im Fußball ist man nie irgendwie, du kannst nie sagen, wann du dich verletzt. Und es passiert einfach. Es kann im Spiel, kann dich jemand runtergrätschen und alles nur dir die Bänder reißen. Genau. Genau. Aber einfach so die Sachen, die man kontrollieren kann, durch den Kraftraum, durch Regeneration, durch, ich weiß nicht, Dehnen und so Sachen, das kann man ja selbst beeinflussen. Und das habe ich mit der Zeit gelernt, was ich mit der Zeit auch angefangen habe zu machen und eben auch umzusetzen. Ich weiß, dass viele Vereine mit Mentaltrainern arbeiten. Arbeitet ihr auch mit Mentaltrainern? Also hier haben wir keinen. Und ich muss dir ehrlich sagen, jetzt bin ich, ja, sagen wir mal, seit 9 Jahren Fußballprofi. Ich hatte nur einen kurzen Moment, als der Trainerwechsel stattfand in Lech Posen. Der eine Trainer hat dann einen Mentaltrainer mitgebracht und der hat uns dann gezwungen, irgendwie 1 oder 2 Termine mit dem Mentaltrainer zu haben. Wenn man dann mehr hätte, also haben wollen, dann hätte man mit ihm das vereinbaren sollen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie für mental schwach gehalten. Das heißt jetzt nicht, dass ich vielleicht keine Hilfe gebraucht hätte in gewissen Momenten von einem Mentaltrainer. Aber ich, ganz ehrlich, ich für mich halte ich es nicht für, also halte ich nicht viel vom Mentaltrainer. Ich will das nicht abstreiten. Ein Mentaltrainer kann sehr, sehr hilfreich sein. Der hat vielen Spielern geholfen und wird auch vielen Spielern helfen. Ich glaube einfach, dass wenn man einen Mentaltrainer will, dass man hundertprozentig sich also entscheiden sollte, mit ihm zu arbeiten. Und wenn man irgendwie Gefühle hat, dass das nicht klappen kann, weißt du, wenn du Hintergedanken hast, ich weiß, was du meinst. Dann bin ich überzeugt, dass das nicht klappen kann. Nein, ist auch so. Das ist wie bei ich, wenn ich Coachings gebe und der kommt jetzt schon zu mir und hat schon so eine Fresse und hat gar keinen Bock, dann will ich den auch nicht haben, weil, wie du schon sagst, es bringt dann nichts. Dann werde ich ihn auch nicht irgendwie mehr mental stärker machen können. Das ist absolut recht. Es muss schon von einem selber herauskommen. Genau. Und ich denke, wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen, wenn jemand zu dir kommt und der spürt in einem Moment, okay, ich bin nicht einverstanden mit dir. Okay, klar hat man Meinungsverschiedenheiten. Mhm.
Aber wenn er an dich zweifelt als Mentaltrainer, in einem Augenblick, glaube ich, dass das nicht funktionieren kann. Also man muss wirklich daran glauben und der Person extrem vertrauen können und sich Absolut. extrem geben der Person. Ja, du musst dich auch Und irgendwo öffnen, das ist ja auch so. genau, öffnen, genau. Und dann glaube ich sehr, dass das hilfreich sein kann. Aber eben, man muss ein Vertrauen, also eine Verbindung haben zu der Person. Man muss sehr Vertrauen haben und ich glaube, Absolut. das ist ein sehr wichtiger Aspekt in dem Bereich. Absolut. Darko, wie ist denn das Leben als Profifußballer? Was macht man denn so? Man trainiert, man geht zu Spielen, man wird gefeiert. Aber was ist so, wir haben jetzt mal die Fußballwelt. Was ist so dann außerhalb dieser Fußballwelt? Was macht man da noch so? Ja, ich sage dir ganz ehrlich, viel Spannendes gibt es da gar nicht, wenn die Saison läuft. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich als Fußballer und viele Leute, die vielleicht Fußballer kennen, Profifußballer kennen, die auch irgendwie im Ausland spielen oder so, die sind dann wie Hunde, die du in den Urlaub, also wenn wir Urlaub haben, den Hund, den du loslässt und dann rennt er überall rum. So sind wir. Geiles Beispiel. Ja, weil es wirklich so ist. Und ich glaube, wir müssen halt auf sehr vieles verzichten durch die Saison, du bist halt am Weekend also bist du fürs Spiel gebunden. Du fliegst dann zum Spiel, hast das Spiel am nächsten Tag. Ja, sagen wir, okay, wenn es Freitag ist, dann hast du vielleicht am Samstag, wenn du gewonnen hast, am Freitag hast du vielleicht Bock, okay, gehst du raus oder so. Oder vielleicht am Freitag, wenn du gleich zu Hause spielst oder so. Das sind Sachen, wo man sich so ein bisschen relaxt. Aber ansonsten, also bin ich extrem ans Training gebunden, an die Spiele. Also ich bereite mich praktisch den ganzen Tag heute. Ich hatte das Training heute, es war extrem heiß und heute ist mir was passiert, was sehr lustig ist und ich muss dir dann die Bilder zeigen, dann wirst du es verstehen. Aber es war extrem heiß und dann bin ich nach Hause gekommen, ich war so hin, ich muss mich einfach hinlegen und ich habe den ganzen Tag zu Hause gechillt. Ich habe dir gesagt, ich habe Fußballmanager gespielt, habe ein bisschen Fernseher geschaut. Und jetzt spreche ich mit dir. Also Also diese Sachen, wo einfach auch gegessen. mal zum Runterkommen, wo man nicht die ganze Zeit den Kopf benutzen muss, wo man einfach auch mal Genau. abschalten kann. Einfach runterfahren. Genau. Und so sehen viele Tage bei mir aus. Also jetzt haben wir 2 Tage strenge Trainings. Morgen eben, ich bereite mich jetzt schon fürs morgige Training vor, weil es ziemlich hart wird und es ist ziemlich heiß da draußen im Moment. Und dann nach dem morgigen Spiel, was habe ich morgen vor? Ich gehe zur Massage, Kryokammer. Und da läuft schon die Regeneration für Spiel. Also wir nähern uns schon dem Spiel. Übermorgen ist ein leichtes Training. Und schon am Samstag haben wir das Vorbereitungstraining, also das letzte Training vor dem Spiel. Und dann reist du danach und bereitet sich eigentlich mental auch nur für Spiel vor. Und so funktioniert halt die Woche. Also extrem, also so den kompletten Relax haben wir eigentlich nach dem Spiel, wo du wirklich ganz herunterfährst, Aber dann hast du das. einen Tag frei und kannst irgendwas unternehmen. Aber jetzt bin ich im Moment auch alleine hier, da unternehme ich auch nicht so viel. Vielleicht gehe ich mit ein paar Mannschaftskollegen, mit den Balkan Boys, gehe ich was essen oder so, trinken einen Kaffee, plaudern ein bisschen rum und das war's dann. Also man hat da nicht viel Bock und auch nicht so viel, also so viel Kraft, um irgendetwas da Großes, also irgendwie zu Ich unternehmen. meine, was hältst du von diesen Aussagen, dass Fußballer zu viel Geld verdienen? Weil wenn ich das jetzt höre, was ihr eigentlich, weil du sagst, nach dem Spiel könnt ihr mal chillen, aber
das, was du ja danach noch machst, du sagst zum Beispiel, morgen gehst du noch mal zur Massage, zum Beispiel nach dem Training. Das ist ja schon wieder Vorbereitung, schon wieder aufs Wochenende, aufs Training, auf, verstehst du, ich meine? Also ihr seid ja ständig, eigentlich arbeitet ihr irgendwo auch ständig die ganze Zeit, oder? Weil ihr müsst ja immer gucken, dass ihr on fleek bleibt, also dass der Körper wirklich immer mitmacht. Ja, und ich, also zur ersten Sache, ich bin komplett, also ich sage dazu ja, dass Fußballer viel zu viel Geld verdienen. Und vor allem heute, das ist ja abnormal, was man für Fußballer zahlt. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch die andere, also die andere Seite, wo Leute vergessen, dass wir bis 35 Fußball spielen. Und ich sage dir ganz ehrlich, also Fußballer verzichten sehr viel auf Schule, auch davor, bevor sie Fußballprofi werden. Ich konnte mich jetzt nicht irgendwie schulisch ausbilden, dass ich irgendwie einen riesen Job danach habe. Weißt du? Also ich hatte meine Fußballausbildung und die Basisausbildung für einen Kaufmann. Seien wir mal ehrlich, also ich habe das durchgezogen. Ich sage, das geht, man kann das durchziehen. Es gibt viele, die abgebrochen haben wegen dem Fußball, die das nicht durchziehen konnten. Aber wir verzichten ganz viel auf schulische, also Ausbildung, berufliche Ausbildung davor. Und dann spielst du Fußball und du spielst Fußball bis 35. Und dann musst du, entweder holst du die Schule, also die Ausbildung nach, um irgendwie etwas Gutes danach zu machen, wenn du nicht viel Geld verdient hast. Und es gibt viele Fußballer, die nicht viel Geld verdienen. Habe ich auch schon Also gehört. das verdienen, also das vergessen die Leute auch. Die reden ja dann auch nur über die Leute, die viel Geld verdienen. Und vor allem eben, also es gibt dann auch viele, die nicht mehr arbeiten können, die auch physisch nicht mehr in der Lage sind, weil sie sehr viele Verletzungen zugezogen haben. Also das sind auch Sachen, wo die Leute vergessen. Und da bist du vielleicht nicht mehr in der Lage, vielleicht hast du Rückenprobleme. Ich habe seit dem 21. Lebensjahr Rückenprobleme. Und ich weiß, das wird, wenn ich das nicht irgendwie mit Üben auch später dann irgendwie versucht zu lindern. Das wird nie aufhören. Also ich werde das immer ein bisschen spüren. Es kann nur schlimmer werden. Und eben, also wir verdienen viel, viel Geld, aber eben, wir spielen auch nur bis 35 oder 36. Es gibt halt Ausnahmefälle, die bis 40 spielen. Aber dann gibt es auch andere, die bis 30 spielen. Also es ist sehr, und dann gibt es noch ein Leben nach dem 30. Lebensjahr oder 35. wo du vielleicht auch Familie hast, wo du Kinder hast und dann musst du die auch versorgen können. Und das ist dann auch nicht so einfach. Und viele können dann auch durch das Geld, was sie vom Fußball gespart haben, viele kommen da nicht durch bis zum Lebensende oder bis zum 50. Lebensjahr und müssen dann eventuell auch noch arbeiten. Oder eben sich ausbilden und dann erst arbeiten. Also es ist nicht so einfach und ich unterstütze beide Seiten. Beide Seiten. Du hast Genau. gerade perfekt gesagt, nach 30, 35, je nachdem, wie lange man spielt, was hat Darko danach geplant? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich das, was ich so über Fußball gelernt habe und das, was ich weiß, eh schon wusste, und halt die ganze Fußballintelligenz, die hier im Kopf ist, wenn ich heute gewisse Trainer sehe, dann sage ich mir oft, ich muss Fußballtrainer werden. Ich muss es einfach tun, weil ich einfach viele Trainer nicht verstehe, weil ich nicht verstehe, aber auf der anderen Seite, wenn du Fußballtrainer wirst, dann hast du das Ganze, was du als Fußballer hast, mal zwei danach. Also du hast nicht mehr Quarantäne vor dem Spiel, du hast nicht mehr Reisen. Also du hast es immer noch. Die Trainings jeden Tag. Was kommt? Die Trainingslager.
all die Sachen und dann kommen auch noch die Trainings vorbereiten, mit den Spielern sprechen. Du bist praktisch, also ich bin jetzt schon extrem für den Fußball gebunden, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich komme nach dem Training nach Hause. Ab und zu bin ich froh, weil das Training gut lief. Ab und zu ärgere ich mich so extrem, weil das Training so schlecht war und mich ein paar Spieler oder der Trainer aufgeregt haben. Aber im Grunde genommen schalte ich dann ab. Also, weißt, dann nimmst du was, tust was zu Hause oder unternimmst was, redest mit Freunden, ich weiß auch nicht was. Und dann vergisst du all die Sachen. Aber als Trainer denkst du eigentlich wieder an das Training morgen, was du vorbereitest, was du den Spielern sagen solltest, mit wem du sprechen sollst. Das ist ja extrem. Das ist wirklich ganz viel Arbeit. Und ich weiß nicht, ob ich dafür bereit sein werde. Also es ist noch früh dafür also darüber zu denken. Ich habe viele Gedanken. Ich denke sehr viel darüber nach. Auch in andere also andere Wege, die vielleicht nichts mit dem Fußball zu tun haben. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Also ich weiß noch nicht heute, was ich tun werde. Was ich bestimmt machen, also tun werde, ist, dass ich mich ausbilden werde. Also für die Trainerlizenzen und so. Ah, Die okay. werde ich bestimmt machen. Das kann ich ja dann, also vor dem Karriereende, dann tun. Das wird wahrscheinlich ein bisschen leichter sein, wenn ich eventuell mal in die Schweiz zurückkomme zu spielen Ist das ein oder Ziel? eventuell. Mal wieder zurück in die Schweiz? Ja, ich sag mir entweder Schweiz oder Serbien, einfach näher an zur Heimat, Okay. sagen wir mal so. Ob das jetzt näher an Serbien ist oder näher zur Schweiz ist. Weil ich mich doch auch in Serbien sehr wohl fühle und auch dort sehr viel Zeit verbringe. Aber einfach ein bisschen näher zu sein. Es kommt natürlich auch von meiner Gesundheit, also es hängt viel von meiner Gesundheit ab, also wie lange ich durchhalte. Aber ich bin jetzt mal bis 31 hier gebunden und dann schauen wir mal. Also ob ich hier bis zum Vertragsende bleibe oder ein bisschen früher gehe oder das weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Aber ehrlich gesagt, Basel ist schon noch eine Option, die für mich also so eine noch nicht erfüllte Mission ist, sagen wir mal so. Ob das zustande kommt oder nicht, das weiß ich heute noch nicht. Vielleicht ist es im Moment nicht real, aber man weiß nie, man sagt niemals nie und man weiß nie, wo als Fußballer vor allem, wo dich Die Reise hingeht. der Weg, genau, wo die Reise hingeht. Ich Weil kann mir auch nicht vorstellen, dass ich nach Russland kommen werde, das aber wollte ich gerade fragen. oder eben nach Polen davor. Also ich habe so ein bisschen einen Umweg genommen, aber ich bin sehr froh darüber und ich glaube, ich habe einen guten Weg eingeschossen und ich kann mir heute nichts vorwerfen über die Zeit davor, also über keinen Weg, den ich eingeschossen habe, will ich irgendwie eine negative Seite sehen oder so, auch mit dem Abstieg in Innsbruck und so, das war eine sehr lehrreiche Zeit für mich oder eben die Sachen in Polen und so, das war alles Schule für mich, zwar ohne Diplom, Aber ja, aber eine gute Schule. du schaust auch öfters mal immer nur aufs Positive, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, Also was lief ich eigentlich versuche, gut? Also nicht nur das also, Schlechte mitzunehmen, sondern auch was kannst du da rausziehen? ja klar, also die positiven Sachen, ich versuche mich sehr extrem an die zu greifen. Sorry, 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 das Telefon fällt, aber ich bin zurück. Ich versuche mich sehr an den positiven Seiten zu halten und irgendwie, weißt du auch, wie es zu den positiven Zeiten gekommen ist, was ich dafür unternommen habe, was ich gemacht habe. Einfach alles zu analysieren und möglichst lange das Positive zu halten.
klar kommen Rückschläge und klar kommen auch negative Zeiten. Das ist normal. Aber ich glaube, jede Person in jedem Job, in allgemein im Leben, hat positive und negative Zeiten. Es ist einfach, das Ding ist, dass man versucht, die positiven so lange zu halten und einfach zu schätzen auch, solange man sie hat, weil ja, irgendwann mal kommt ein Tief und dann muss man halt so schnell wie möglich versuchen, da rauszukommen. Aber eben, wie gesagt, ab und zu braucht das eben Zeit und man muss es einfach so sein lassen und dann kommt das von alleine wieder. Aber so war es bei mir, bei eben in Polen. Aber ab und zu kann man das auch selbst beeinflussen und sich schneller aus den Tiefen rausziehen. Wow. Vielen, vielen lieben Dank, Darko, für deine Info. Zum Schluss, du hast das letzte Wort, Darko, zu den Zuschauern. Was würdest du einmal einen jungen Spieler raten, einen jungen Spieler, der auch Fußballprofi werden möchte? Und was würdest du generell den Menschen raten, also jüngeren Menschen in Bezug aufs Leben? Du hast ja so viel Input gerade gegeben und ich meine, du warst in verschiedenen Ländern, bist jetzt gerade in einem ganz anderen Land, was für dich sehr, sehr schwierig ist. Was würdest du prinzipiell jungen Menschen empfehlen oder einen Rat geben, wenn du jetzt einen Rat geben könntest? Also jetzt ist deine Bühne, Darko. Also erstmal will ich mich bei dir bedanken. Es hat mich sehr gefreut, dich zu sehen und Auch mit dir gefreut. zu plaudern. Es freut mich immer und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder auch Sehr, so sehr gern. privat hören. Sehr, sehr gern. Aber ja, wir haben immer wieder mal Kontakt. Also das kommt nicht in Frage. Was ich auf den Weg geben kann. Ich glaube, dass man das Selbstbewusstsein einfach immer hat und versucht, nie zu verlieren. Dass man die Sachen, die man tut, bewusst tut, dass man ja einfach an sich glaubt. Und das darf man nie verlieren, weil wenn man das verliert, dann geht es oft noch weiter bergab. Und wenn es um junge Fußballer geht, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man heute an sich arbeitet, dass man sehr viel trainiert, dass man halt die Standardsachen, was soll ich da Neues sagen? Aber es ist halt so. Du weißt selber, du kannst das bestätigen, ich war Absolut. ein Talent, ich habe ja, ich glaube, einen guten Weg eingeschlagen, aber es kam nicht von alleine. Also ich habe viele Tiefen gehabt und ich musste danach doppelt so viel arbeiten und an mich arbeiten und trainieren, dass ich wieder zurückkomme und ich habe es dann glücklicherweise geschafft und habe so einen Weg eingeschlagen. Ich hoffe, der hört hier nicht auf, aber ich bin ja erst 28, also ein junger Mann. Aber ich glaube, man muss sehr viel trainieren und eben Selbstbewusstsein, Wille haben und das, was man tut, überzeugt. Und das ist das Wichtigste, glaube Absolut. Wow, vielen, vielen lieben Dank, Darko. Dankeschön. Danke für das ich. Ich Interview. danke dir. Ich danke dir, Bruder. Wow. Was für eine einzigartige Geschichte. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest für dich etwas persönlich mitnehmen und so Inspiration tanken. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über ein Feedback. Entweder hier, wo du es gerade hörst, oder auf YouTube, wo du mich gerade siehst. Und ansonsten, Social Media, Instagram spielt gar keine Rolle. Das wäre das größte Geschenk, was du mir persönlich machen kannst, wenn du dich ein kleines bisschen inspiriert fühlst. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und denke mal dran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Ritchie spricht.